Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Endless Space. Warum dieses Spiel? Ja, ich muss sagen, es ist mir so über den Weg drüber gestolpert. Oder ich bin so allgemein drüber gestolpert, kann man so sagen. Weil ich habe einen würdigen Nachfolger für Master of Orion 2 gesucht. Und der, sag mal, dieses Spiel hat sich aus der Beschreibung her sehr interessant angehört. Und ich kann es sowieso schon mal vorweg sagen, weil ich es schon mal angespielt hatte, um mich ganz einfach um mich in die Mechanik eben reinzufinden. Es kommt sehr nah ran. Also es bringt dieses Feeling rüber. Und vielleicht werden jetzt manche denken, ja, Master of Orion 2, es gab doch einen Dreier. Ja, es gab einen Dreier, aber meiner Meinung nach ist das Dreier überhaupt kein würdiger Nachfolger überhaupt. War verbuggt, das war total verhunzt, diese Halb-3D-Grafik, was sie da verwenden wollten, das war eigentlich auch nichts Gescheites. Auf jeden Fall, wir testen jetzt das Spiel hier. Ist wie gesagt noch eine Alpha, sehr gute Alpha, sehr, sehr gute, muss ich sagen. Sehr wenig Bugs. Läuft eigentlich stabiler als manche Vollversionen, die auf den Markt gekommen sind oder noch auf dem Markt sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe nur, dass es mir während der ganzen Aufnahmen, die ich jetzt vorhab zu machen, nicht mal zwischendrin mein Savegame zerschießt, weil das ist mir erst vor ein paar Tagen passiert, da kam eine neue Alpha-Version raus, die wurde automatisch geupdatet und dann waren meine Savegames alle weg, also sie waren nicht mal mehr noch vorhanden. Das hat mich dann doch schon ein bisschen geärgert. Auf jeden Fall, wir fangen hier jetzt mal an und das Singleplayer, Multiplayer wird noch eingefügt, der ist noch nicht verfügbar. Wir können ganz normal Galaxie-Optionen machen, welche Form denn dass die Galaxie haben soll, ob es eine Scheibe ist, ob es eine Spirale ist, dann wie groß diese Scheibe sein soll, dann das gesamte Universum, wie groß es sein soll, wie viele Empires, also quasi Rassen mitspielen in dem Ganzen. Das Alter bewirkt letztendlich bloß, dass die Planeten ja unterschiedlicher gestaltet sind. Ob es eher junge Sterne gibt oder alte Sterne, die haben halt verschiedene, die Sterne an sich quasi beinhalten ja die Planeten, wir reisen ja zu den Sternen, dort schwirren die Planeten rum. Auf jeden Fall, da sind ja verschiedene Planeten halt, das ändert sich da ein bisschen, aber das ist jetzt mal nicht so tragisch. Dann, in der erweiterten Option können wir noch einstellen, wie dicht das Ganze besiedelt ist, ob es eher weiter auseinander ist oder eher enger, das, ja, wie viele Wurmlöcher es gibt normale Routen, über die man fliegen kann von Anfang an, und Wurmlöcher, das muss man erst erforschen. Das ist nochmal so, ich habe das so voreingestellt. Auch die Ressourcen, Planetengröße, da kann man alle halt experimentieren, aber das lassen wir jetzt einfach mal so. Damit habe ich jetzt schon mal eine gute Erfahrung gemacht. Dann, die Rassen an sich kann man auch nochmal anschauen. Es sind jetzt fünf Stück. Sollen, glaube ich, noch drei dazukommen, dann wären wir bei 8. So wie ich das gelesen habe. Es ist auch noch nicht vom Design her noch nicht alles fertig. Also wie gesagt, es ist noch eine Alpha. Die Rassen unterscheiden sich natürlich auch. Da wird wahrscheinlich auch noch einiges geändert werden. Das United Empire, was wir jetzt hier spielen werden, sind ganz normal die Menschen. Sag mal, sind noch eher die Händler und halbwegs brauchbaren Kämpfer. Forschung ist so lala. Normal könnte man sagen, jetzt nichts Besonderes. Klar, ein paar negative Attribute haben sie auch. Haben halt hier jetzt einen schlechteren Startpunkt, also schlechteren Heimatplaneten. Dann diese Sophons hier zum Beispiel, die sind eher die Forscher, so ich das mitbekommen. Und ja, sieht man hier, Unskilled Builders, also im Produzieren sind die dann eher schlecht. Und die Cravers haben hier Eternal War drinnen, bedeutet, die können keinen Frieden an sich schließen. Aber es gibt den Status Kalten Krieg. Der gilt von Anfang an eigentlich, wenn man aufeinander trifft. Und ja, das können die, glaube ich, noch haben, aber keinen Frieden direkt, keinen Friedenspakt können sie, denke ich, nicht schließen. Auf jeden Fall, wir nehmen die Menschen. Sind mir einfach bisher am sympathischsten. Stellen jetzt auch nichts weiter ein. Es gibt einen Seed zum Erstellen der Galaxie, der ist bei uns auf 0. Und also 0 wäre jetzt in dem Fall Zufall, wir schauen einfach mal, was passiert. Und so sieht man hier jetzt in dem Ladebildschirm auch schon mal, wie denn die Schiffe ungefähr aussehen. Es gibt dann im Kampf eine kleine 3D-Animation, aber da kommen wir noch dazu. So, auf jeden Fall, wir starten hier. Das ist unser Heimatplanet. Das ganze Spiel ist übrigens rundenbasierend, also keine Echtzeit. Das sind hier die normalen
Space Routes, über die wir uns bewegen können. Und das bedeutet, dass wir hier eine oder mehrere Flotten für dieses System haben. Also jeder Stern, man sieht immer nur den Stern vom System, jeder Stern zeigt quasi ein System an. Dann das Rot hier außenrum, das ist unser Einflusskreis unseres Imperiums. So, auf jeden Fall, das sind noch so kleine Details, wie viel Bevölkerung hier ist, das wäre jetzt drei. Dann verschiedene Ressourcen, die vorhanden sind. Dieser blaue Punkt hier bedeutet besiedelt, wäre er weiß, könnten wir noch einen Planeten besiedeln. Rot bedeutet, können wir noch nicht besiedeln, können wir noch erforschen, geht irgendwann. Sieht dann im Detail so aus, wenn ich draufklicke. Genau, hier unser Stern da im Hintergrund. Das ist dann unser Planet, der kolonisiert ist. Die drei Menschen von maximal sechs auf dem Planeten. Medium Terran, okay. Mineral Poor, das ist das, diese negative Auswirkung von der Rasse eben. Sieht man hier auch, minus 10 Zufriedenheit, minus 1 Produktion, minus 1 Geld auf dem Planeten. Pro Person auf dem Planeten wohlgemerkt. Und die Ressource haben wir noch nicht erforscht. Gibt dann auch diverse Boni, etc. Da kommen wir noch dazu, wenn es dann soweit ist. Und das ist eben hier der andere Planet, Medium Barren. Kann natürlich bloß 3 Leute halten. Und das lässt sich aber alles noch ausbauen durch Erforschung etc. Das kriegen wir alles noch hin. Auf jeden Fall hier leuchtet auf No Exploitation. Bedeutet quasi die Spezifikation für den Planeten. Wäre jetzt in dem Fall entweder für Essen, Industrie, beziehungsweise Produktion, Forschung und Geld. Jetzt haben wir hier 9 Geld, 9 Essen. Ich würde mal sagen, erfahrungsgemäß komme ich mit dem Geld meistens im späteren Spiel schlechter zurecht. Jetzt machen wir das dann schon mal auf Gelb. Gelb, Geld, Geld, Geld meine ich. So. Dann haben wir hier noch allgemein für das System zum Bauen. Das heißt quasi, wir bauen hier dann diese Heavy Isotope Refinery. Bewirkt einfach mehr Produktion. Und wenn wir jetzt hier mehrere Planeten hätten, außer als zwei, dann wird quasi, und sag ich, mach hier einen mit Forschung, einen mit Produktion und etc. Und fange dann hier an, irgendwie ein Schiff zu bauen oder was anderes. Das zählt dann immer global für das System. So kann man das ein bisschen, sag mal, wenn man hier ein gemischtes System hat, kann man das Ganze ein bisschen variieren, dass man von allem ein bisschen was hat. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt uns hier mal eine Flotte, und zwar wir nehmen, genau, na ja, den Scout erstmal und fliegen, wo fliegen wir denn hin? Wir fliegen erstmal zu diesem schönen pinken, rosa Planeten da, wenn es denn gehen würde. Und schau mal, was da ist. So. Altair. Assassin's Creed lässt grüßen. Beides rot, können wir nicht besiedeln. Können wir drauf schauen, was da wäre. Es wäre... Oh, ein großer Lava-Planet. Mit einer Spezialisierung auch, einen Effekt. Plus 2 Produktionen. Kann man mal für spätere Zeiten im Auge behalten. Sieht man jetzt auch dann da oben standardmäßig 6 Produktionen. Das erweitert sich natürlich pro Gebäude, Forschung etc. Aber der nützt uns jetzt erstmal nichts. So, wir haben natürlich Flugpunkte. Da haben wir jetzt noch einen von 7 übrig. Fliegen wir mal dahinter. Und da haben wir noch standardmäßig ein Kolonieschiff am Anfang. Da fliegen wir jetzt mal zu diesem Protostar und schauen, was da ist. Na, da schaffen es natürlich nicht, einwandfrei. So, zum Tech Tree. So sieht der im Überblick aus. Ich weiß nicht, inwiefern der schon fertig ist. Ist auf jeden Fall in 4 Kategorien unterteilt. Einmal Forschung, dann quasi Erkundung und Expansion. Da geht es dann, was weiß ich, neue Planeten oder andere Planeten, Terraformen, solche Scherze kommen dann da. Dann gibt es noch den Wirtschaftsbereich, bzw. Essensbereich, wo man einfach dann mehr Nahrung bekommen kann, mehr Kommandopunkte, dass man größere Flotten bauen kann. Dann der ganze Military Tree, wo es wirklich bloß um Waffenforschung geht und Invasionen etc. Und natürlich der Wissenschaftsbaum, wo man die Forschung beschleunigen kann, neue Materialien freischalten kann und solche Scherze. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin immer eher einer, der auf Forschung setzt, statt auf Militär. Ja,
wird man sehen, ob es funktioniert. So, man hat am Anfang drei Helden zur Verfügung. Die können wir uns da oben dann mal anschauen. Hier, genau. Die haben verschiedene Spezialisierungen. So, hier Pilot, Corporate. Und schau mal, der hier schaut eigentlich ganz gut aus. Als man kann die verwenden, einmal um Systeme zu regieren. Oder zu, ja. Ja, doch, kann man sagen, regieren, aufzuwerten, etc. Oder eben, um als Flottenkommandeur einzusetzen. Wenn wir uns den jetzt mal hier anschauen, kriegen wir hier Hintergrundgeschichte von dem, Erfahrungsstufe, klar, er kann aufleveln, schaltet dann noch Fähigkeiten frei. Und er würde uns jetzt bringen, 10% mehr Produktion, 10% mehr Essen, 18% mehr Geld und 18% mehr Forschung in dem System nur, wo wir ihn einsetzen. Und das finde ich bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, den werde ich dann auch nehmen. Kostet Unterhalt. 2 Geld. Ich weiß nicht, sind Credits. Nennen wir es einfach mal Credits. 2 Credits. Und würde mich zum Anheuern 20 Credits kosten. So, jetzt ist natürlich Runden anfangen. Wir haben noch kein Geld. Aber den behalten wir jetzt mal im Auge, bis wir das Geld zusammen haben. Und dann vielleicht einen von den beiden da als Flottenkommandeur. Wenn wir da jetzt einen rausnehmen, bekommen wir nach 50 Runden einen neuen dazu. Oder halt, wenn wir zwei rausnehmen, zwei neue dazu. Auf jeden Fall alle 50 Runden kommt dann da ein neuer Held. Nehmen wir keinen raus, bleibt diese 50 da oben bestehen. Passiert erst, sobald es weniger als 3 sind, wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Auf jeden Fall löschen wir jetzt hier diese Nachrichten erstmal und gehen mal in die nächste Runde. So. Also, dann fliegen wir doch mal zu diesem Stern. Und gut, es sind viele Planeten da und wir können natürlich... Oh, es sind zwei Asteroiden da, die hatte ich noch gar nicht. Aber wir können eh nichts davon besiedeln. Dann fliegen wir doch mal da runter. Na. Mit dem weiter dahin. So, ich mache das jetzt einfach mal durch. Da passiert jetzt sowieso nichts Spannendes, bis ich einen passenden Planeten finde. Oder die Forschung fertig ist. Und... Also diesem Wissenschafts-Militär-Ding, was ich da vorhin erwähnt hatte, ich habe da mal eine schöne Geschichte noch. Ich habe einen sehr guten Freund, der setzt eher auf Militär und weniger auf Forschung. Und da gab es ein schönes Multiplayer-Spiel bei uns. Moment, hier gäbe es einen Planeten zum Besiedeln. Und zwar... ja, Tiny Ocean. Hm. Schauen wir mal erst noch weiter. Ich will jetzt hier auch nicht zu lang warten, weil... Nicht, dass hier ein feindlicher KI-Spieler noch kommt und jetzt meint, uns hier überrennen zu müssen. Auf jeden Fall, er hat immer mehr auf Militär gesetzt und weniger auf Forschung und ich genau umgedreht. Und da gab es ein schönes Match mal, wo er mit einer geballten Armee ankam, die, naja, quasi technologisch total unterlegen war. Und ich hatte hier nur so zwei, drei Schiffe, aber dafür schon den Tech-Tree fast durchgeforscht. Und... Das ging um Haaresbreite für mich aus, auch bloß weil ich wirklich ganze Planeten mit einem Schuss vernichten konnte. Das war schon lustig. Also dann waren genau diese zwei Gegensätze, die sich da ausgespielt haben gegeneinander. War lustig. Auf jeden Fall, ja. Was haben wir denn hier? Oh, noch ein zum Besiedeln. Und hier gibt's Titanium. Das ist standardmäßig jetzt erforscht bei den Menschen. Das braucht man, um weiter zu forschen und gewisse Dinge zu bauen. Es gibt hier auch Ressourcenmonopole mit Titanium, mit diesem Voidstone, eigentlich mit allen Materialien. Wenn man da eine gewisse Anzahl hat, hat man quasi ein Monopol drauf und bekommt jetzt plus 10 extra Einnahmen für das Imperium. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das mit anderen Zivilisationen verhält, die da noch rumeiern. Ob, wenn die mehr haben, ob dann mein Monopol weg ist, aber ich vermute es mal fast. Auf jeden Fall Medium Jungle Rich Soil sieht eigentlich sehr gut aus. Ich glaube, den nehmen wir auch. Jetzt müssen wir natürlich bloß noch da ewig dahin fliegen. Aber da fliegen wir jetzt trotzdem erstmal in diese Richtung zurück. Aber das ist jetzt zurück, vielleicht weiter in diese Richtung mit dem Kolonieschiff. Vielleicht ist da auch noch was Brauchbares. Weil umdrehen kann ich jetzt sowieso nicht. Natürlich ist da gar nichts. Ich hab's gewusst. Also fliegen wir mal ans andere Ende. Unsere Karte. Das Ganze schaut übrigens momentan so aus. So. Ich habe extra mal eine große Karte gewählt, um möglichst lange hier spielen zu können.
Und ich werde versuchen, möglichst so zu spielen, dass ich nicht laden muss. Also auch wenn hier irgendwie der intergalaktische Krieg ausbricht, ich werde versuchen, mich durchzubeißen. So. Man sieht, es tut sich eigentlich gar nichts. Und ich Idiot. Na doch, doch, ich baue. Doch. Ich dachte schon, ich hätte es vergessen. Das ist mir im Testspiel mal passiert, dass ich vergessen hatte, eine Forschung zu machen und da irgendwie 30 Runden lang weitergemacht habe und gar nichts geforscht hatte. Das war natürlich das der Genickbruch schlechthin. Ja. So, sag mal, was ist denn hier noch? Pollux? Pollux? Was kann Pollux? Tiny Jungle. Na, ich mag diese kleinen Planeten immer nicht. Was ist das hier? Red Dwarf. Der kleine rote Zwerg. Wenn es sich aufregt, wird er roter Zwerg, das stimmt. Auf jeden Fall, die Forschung ist fertig. Wir bekommen hier ein schönes Detail, was dann das jetzt genau hintergrundmäßig macht. Auf jeden Fall, im Endeffekt können wir hier quasi Geld in Forschung umwandeln. Sagt ja das Symbol da oben schon ziemlich. Und ich werde jetzt hier nicht jeden Text ausführlich durchlesen, das wäre schon, oder beziehungsweise übersetzen, das wäre schon ein bisschen arg viel. Ich werde bloß mal grob erklären, worum es geht. Ich kenne wohlgemerkt auch noch nicht alles, also ich bin dann bei weitem noch nicht annähernd durch gewesen. Aber wir machen jetzt hier mal Path-Scale Accelerators. Das bringt quasi mehr Forschung bei der Planetenspezifikation. Und für die Raumschiffe bringt es mehr Stärke und mehr Fortbewegung. Also mir geht es hier hauptsächlich um die Forschung, dass wir hier dann mit dem Rest schneller durchkommen. Das ist zumindest mein Ziel. Genau. Der hat seinen Wegpunkt noch. Der fliegt dann sowieso von selber weiter. Was haben wir denn hier? So, Pollux, Otero, Partion, Esser. So. Elektra. Carmen Elektra. Ja, nicht wirklich. Large Arid? Naja, wohl eben. Mineral Pur. Und hier hätten wir ein Wurmloch. Das können wir jetzt momentan noch nicht durchqueren, weil uns die Technologie fehlt. Die dürfte ich aber dann doch relativ schnell bekommen, wenn mein Plan so aufgeht, wie ich es denke. Ja, ansonsten kann ich mit meinem Scout hier nicht wirklich viel mehr machen. Aber wir könnten den Helden engagieren, fällt mir gerade auf. Wir haben hier jetzt schon 59 Credits. So, Hire. Der sitzt unten, unser Active Heroes ist der drin. Gehen dann auf unseren Planeten, oder unser System. Leader, No Hero. Hier sieht man auch Happy, Population, etc. Wir können das durch Steuern beeinflussen. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt den hier. Weisen den zu. Und in zwei Runden ist ja auch schon die Planetenspezifikation fertig. Wenn wir in die nächste Runde gehen, sieht man, dass hier oben, na, dass hier oben nur noch 49 Runden steht. Also in 49 Runden bekommen wir den nächsten Helden dazu. Es ist immer zufällig, was da kommt. Und es soll, so wie ich das gelesen habe, auch einen, ja, Überhelden geben, der dann wahnsinnig selten ist im Spiel. Keine Ahnung, wie das gehandhabt wird, wann der kommt oder wodurch der kommt. Keine Ahnung. So, hier, Produktion fertig. Lonika. Genau, fertig. Das nächste, die Raffinerien. Kosten uns dann 3 Unterhalt. Gut, ist jetzt relativ hinfällig. Ich denke mal, wir werden genug einnehmen. Ja, 54 plus 11, das können wir auf jeden Fall verkraften. So, und hier mal nochmal allgemeine Übersicht über unser Imperium. Was denn? Fortbewegung, etc. Steuereinnahmen, Beliebtheitsboni. Dann werden hier auch die einzelnen Planeten aufgelistet. Das kommt alles ja noch. Wenn denn unser Schiff da mal endlich vorwärts kommen würde, aber das hat ja den Mega-Überantrieb, wie es aussieht. So. Haben wir es ja schon fast geschafft. Na, na, na. Eine Runde noch, dann sind wir endlich da. Okay.
Ich finde auch, dass die Rundenzeiten wirklich angenehm sind. Ist auch, wenn jetzt mal hier mehr los ist, wird's. Also bisher ist es nicht wirklich länger geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Kolonisieren. Wir wollen den großen Dschungel haben. Oder Medium-Dschungel. Und jetzt haben wir hier die Nachricht. Haggard, unser erster Kolonist, der einen anderen Planeten betreten hat. Jo. Mal schauen, wer sich denn so macht auf dem Planeten. Das ist jetzt. Der Planet ist übrigens momentan nur noch eine Kolonie. Der gehört noch gar nicht wirklich zu unserem Imperium dazu. Erst sobald er diesen roten Einflusskreis hat. Das heißt, würde jetzt ein Gegner den invasieren, würde das nicht mal als Kriegserklärung zählen. Aber wir könnten es so ansehen. Haha. Ja, ich will mich hier nicht unbedingt auf den Krieg einlassen. Ich habe das Gefühl, es endet böse für mich. So, hier haben wir standardmäßig 6 Essen, 4 Industrien. Ja, dann will man natürlich das Essen fördern. Bekommen wir dann hier mit der Spezifikation plus 1 mehr. Wenn es Terra wäre, ist es leider nicht. Aber 1 mehr pro Mensch auf dem Planet. Wie gesagt, das lässt sich auch noch alles verbessern hier. Ich hätte allerdings gerne das Titanium gehabt. Ja, sollte man vielleicht doch dann mal lieber forschen, andere Planeten besiedeln zu können. Was hätten wir denn hier noch? Tundra, Arktik, Arktik. Was könnte man denn machen? Wir könnten die ersten werden hier Tundra und Arid. Hier Tundra, Gashelium. Nicht so schön. Ein Arid. Tundra, Tundra. Ocean. Ja, so, den können wir ja schon kolonisieren. Hier unten, da war doch der hier, glaube ich, wo Arid, Tundra. Nee, habe ich noch kein Arid? Otero? Baron? Nee, ja gut, dann erforschen wir einfach mal bei und schauen, wo wir denn da möglichst was Brauchbares finden. So. Tja, man sieht, wir kommen wirklich rasend schnell vorwärts. Auch unser Planet, Heimatplanet, der baut hier wie Sau. Schon, der dauert nur noch 13 Runden. Wir könnten es kaufen, haben aber leider noch nicht genug Geld. Aber ich glaube, das wird man möglichst zeitnah machen, dass wir da relativ schnell vorwärts kommen. Weil ich habe schon festgestellt, dass die KI sich hier sehr schnell ausbreitet. Und ich möchte natürlich das größte Stück vom Kuchen hier haben, schon allein wegen den ganzen Ressourcen. Da gibt es einen Haufen dabei, die auch wirklich da was reißen können, was Kämpfe und so angeht. So, ich klicke mich da jetzt einfach mal durch, bis da was Auffälliges passiert, sagen wir es mal so. Ja, eine Bevölkerung mehr haben wir bekommen. Ich weiß gar nicht, wie das gerechnet wird. Wahrscheinlich Millionen Einwohner, Milliarden Einwohner, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, unser Hero hat ein Level Up. So, könnte man hier wählen, ob das eher was für die Wirtschaft sein soll, etc. oder eher für den Kampf. Wir machen natürlich hier was für das System gut ist. Hier 3 mehr Weisheit, dann kriegen wir mehr Forschung. Weil, wie gesagt, ich setze hier mehr auf Forschung. Kann man ja später alles noch variieren, was er denn alles haben soll. So, ich denke, jetzt dürften wir auch schon die Raffinerie kaufen können langsam. Ja, für 110, wir haben 163, also das geht auf jeden Fall. Haben wir sowieso noch kaum Kosten. So, jetzt ist in der nächsten Runde, dürfte das fertig sein. Einwandfrei. Fertig. Oh, beide sogar auf Lakerta. Doch, Lakerta ist das auch fertig. Ja, auf Lonika können wir jetzt. Ja, da verbessern wir hier mal die Forschung. Das ist das, was wir vorhin erforscht hatten. Wir könnten auch ein Kolonieschiff bauen. Wie lange würde das dann dauern hier? 11 Runden. Puh, ist ja schon lang. Hier haben wir 14 Produktion und bei dem haben wir dann 10 erst. Ja, dann machen wir hier erstmal. Genau, machen wir auch erstmal auf Produktion hier. Ich glaube, das geht hier im Allgemeinen schneller. Aber, ach, Ja, nee, wir lassen es hier jetzt erstmal auf Forschung. Das kriegen wir schon noch alles hin. Sonst müssen wir uns halt hier gewaltsam Planeten aneignen. Das kriegen wir schon noch. So. Forschung fertig. Und jetzt schauen wir, dass wir hier mal die Planeten bekommen. Setzen das hier mal in die Reihe, die beiden.
Und dann war's das hier jetzt mal für die erste Folge. Also Resümee, nur, wir haben zwei Planeten. Es ist noch nicht allzu viel passiert, aber wir werden hier noch einiges machen auf jeden Fall. Ich habe hier große Pläne auf jeden Fall, ja doch. Und damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge.